Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen den 1. FC Union Berlin. Endstand vor 25.460 Zuschauern 2:1 für den VfL. Auf dem Podium beide Cheftrainer, Thomas Letsch für den VfL und Urs Fischer für die Eisernen. Und der Gast hat das erste Wort. Herr Fischer, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, Thomas, Kompliment und Gratulation zum Sieg. Ich glaube, ein verdienter Sieg über 90 Minuten. Ja, Bochum war schärfer, agiler, frecher. Haben uns ein bisschen aufgefressen, würde ich sagen, erste Hälfte. Da hatten wir nicht viele Antworten. Ich glaube aber trotzdem, dass sie da 1:0 in Führung gehen, eher glücklich. Ich meine, da hast du einen Ball am eigenen Strafraum ohne wirklich großen Druck. Könntest du eigentlich dich aus dem Druck spielen, verursachst dann einen Eckstoß, den sie ausnutzen. Ja, ich glaube, wir waren in den letzten 30 Metern einfach zu unpräzise, nicht genau, haben uns nicht viele Möglichkeiten erspielen können oder erarbeiten. Ich glaube, die Mannschaft hat trotzdem alles versucht. Ja, machst du den Strafstoß rein? Ich glaube, da waren noch 10, 12 Minuten zu spielen. Könnte das wirklich nochmals heiß werden? Das könnte das Spiel auch nochmals drehen. Haben wir leider nicht gemacht. Am Schluss müssen wir diese verdiente Niederlage akzeptieren. Vielen Dank. Thomas, wie fällt dein Fazit zum Spiel aus? Ja, ich sehe das Spiel relativ ähnlich. Zunächst mal vielen Dank natürlich für die Glückwünsche. Und ich denke, wir haben es heute geschafft, von der ersten Minute an, das, was wir uns vorgenommen haben, den Gegner hoch im 1 gegen 1 zu attackieren, immer Druck aufzubauen, um so Fehler zu erzwingen oder den langen Ball eben etwas unkontrollierter zu forcieren. Und dann bereit sein für die zweiten Bälle. Das haben wir gemacht. Das war eine extreme Intensität und Leidenschaft in der Mannschaft. Ich glaube, jeder im Stadion und auch von Ihnen hat gemerkt, die Mannschaft will unbedingt hier ein Erfolgserlebnis. Dann haben wir in der Halbzeit mit dem 1-0 natürlich zu einem glücklichen Zeitpunkt oder zum günstigen Zeitpunkt, haben wir uns in der Halbzeit auch ganz klar vorgenommen, wir lassen nicht nach, wir machen nicht den Fehler und gehen es passiver an und dann haben versucht, weiter Druck zu machen. Die vorderste Reihe war Blatt, dann kamen die Nächsten und Gerrit Holtmann macht dann am Schluss das 2:0 nach einer für mich fantastischen Kombination. Ich glaube, das war so ein klassisches Lehrbuchbeispiel für Steil-Klatsch-Umschaltspiel. Hinten raus hätte es, und da bin ich voll bei Urs, wenn der Elfmeter reingeht, wir haben gestern alle Augsburg gegen Leipzig gesehen, dann kann so ein Spiel auch mal kippen. Manu hat es super gehalten, top. Natürlich und ein ganz wichtiger Moment im Spiel. Aber unterm Strich glaube ich, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, sehe ich es ähnlich oder sehe ich es genauso, es war ein verdienter Sieg. Und wir müssen auswärts genau gleich auftreten, wie wir das jetzt zu Hause gegen die Eintracht gemacht haben und gegen Union. Und dann werden wir auch auswärts unsere Punkte holen. Danke. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Coaches haben, kurzes Handzeichen. Hier vorne in der ersten Reihe bei Sebastian Karkos. Von den Kollegen der Bild aus Berlin. Fangen wir an. Herr Fischer, kurze Frage zu der Aktion Janek Haberer. Der hat gelb bekommen. Der Spieler hat gelb bekommen im Anschluss an das Foul. Hätte es mehr werden können oder müssen? Und wie geht es dem Spieler? Ja, also dem Spieler geht es einigermaßen gut. Ich glaube, da wird dann schon noch eine Untersuchung stattfinden. Ich glaube, dann können wir auch mehr dazu sagen. Ich hoffe natürlich, dass das nicht allzu schlimm ist. Wir haben 4 Tage Zeit, um ihn für Donnerstag wieder hinzubekommen. Ja, was soll ich sagen zu der Szene? Ich bin ja eigentlich einer, der nicht viel über Schiedsrichter oder gegenüber Schiedsrichter sich äußert. Aber ich glaube, da war oder lag Herr Reitekin heute einfach falsch. Das ist für mich eine klare rote Karte. Mit der Geschwindigkeit, offene Sohle, Bein ab dem Boden, ja, ich glaube, da hatte Bochum heute wirklich Glück. Weitere Fragen? Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten. Ja, eine Frage an
an Herrn Letsch. Die Flügelzange hieß heute Jordi Osei-Tutu und Christopher Antwi Adjei. Wie haben Ihnen die beiden heute gefallen? Ja, sehr gut, aber nicht nur die beiden, sondern auch die zwei, die dann reinkamen mit Gerrit Holtmann und auch Paddy Osterhage in einer ungewohnten Rolle. Die zwei haben das sehr gut gemacht. Sie haben extreme Geschwindigkeit und man hat heute gesehen, ein Jordi, wie er, wenn er seine Geschwindigkeit nutzt, es waren auch Momente, wo es ganz knapp davor war, Bälle ganz vorne noch zu gewinnen oder vielleicht so zu einem einfachen Tor zu kommen. Das war schon richtig gut, muss man sagen. Also beide haben das sehr, sehr gut gemacht. Aber, und das ist wichtig, Gerrit, der ein Spieler ist, der immer in die erste Elf gehört, kommt dann rein und legt sofort nach, hat auch sehr gute Aktionen und macht dann auch das Tor. Und das ist wichtig, dass sich jeder in Dienst der Mannschaft stellt und dann eben auch, wenn er platt ist, dann kommt die nächste Reihe. Wir sind jetzt nicht so bestückt wie der ein oder andere Verein in der Bundesliga, aber es hat sich heute wieder gezeigt, dass die Spieler von der Bank genauso wertvoll sind und das freut mich so gesehen nicht nur über die zwei, sondern auch lernen. Ulf Zimmermann von der DPA, Thomas Lipinski, Entschuldigung, vom SID hat das Mikrofon schon. Herr Fischer, kann man sagen, dass Sie heute mit Ihren eigenen Waffen geschlagen wurden? Ja, also finde ich nicht so schlecht. Ja. Ja. Ja, ich meine, es ist eine ähnliche Spielweise, wie wir das auch praktizieren. Vielleicht nicht mit wirklich so vielen langen Bällen auf den Zielspieler, das muss ich schon sagen. Das macht Bochum wirklich sehr gut, Hoffmann da zu verteidigen. Das ist wirklich unheimlich schwierig. Auch wie sie zweite Bälle dann antizipieren, das machen sie wirklich gut. Ich glaube schon, das eine oder andere ähnelt schon auch Union, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, war die Frage von Ulf Zimmermann eine ähnliche? Gut, okay. Dann gehen wir da rein. Herr Fischer, tut sich Ihre Mannschaft schwer bei Rückständen, den in das Spiel zu finden und selber zu agieren? Also was heißt schwer? Ich glaube, die erste Hälfte war ausgeglichen von meiner Seite her gesehen. Ich glaube, dieses Gegentor kommt zum dümmsten Zeitpunkt. Ich muss dann aber schon sagen, in der zweiten Hälfte haben wir uns in den ersten 15, 20 Minuten einfach schwer getan. Da war Bochum die aktivere Mannschaft, die gefährlichere Mannschaft. Wie gesagt, wir waren im letzten Drittel nicht präzise genug, nicht konsequent genug. Ja, und dann eigentlich wieder in der Vorwärtsbewegung verlierst den Ball und dann, ja, ein toll herausgespieltes Tor von Bochum und dann läufst du einem Rückstand hinterher. Ich glaube, die Mannschaft hat nochmal alles versucht, kam nochmals ran. Wie gesagt, wenn du den Elfmeter vielleicht verwandelst, könnte dieses Spiel nochmals kippen. So, erst war Max Backhaus von der Bild dran. Ja, hallo zusammen, Herr Letsch, Glückwunsch zum Sieg. In der Mixzone hat Gerrit Holtmann gerade erzählt, dass er nicht wirklich fit ist, weil er seit Wochen eine Schambeinentzündung hätte. Wieso spielt er trotzdem? Ich finde, er hat ganz fit gewirkt dann hinten raus. Ich würde es mal anders formulieren. Gerrit war jetzt auch etwas müde im Laufe der Woche. Er hat jetzt letzte Woche vor allem in Elversberg dann auf sehr tiefem Boden. Das war nicht so ganz einfach und so gesehen ist er müde gewesen und nicht hundertprozentig fit, um 90 Minuten zu spielen. Aber er ist nicht verletzt, also wir gehen da kein Risiko ein. Mhm. Also er hat keine Schambeinentzündung, meinen Sie? Also das ist ja eine Verletzung. Eine Schambeinentzündung ist eine Verletzung, aber über die bin ich nicht informiert. Okay, danke. Also ich weiß, dass es Schambeinentzündungen gibt, aber bei Gerrit weiß ich nichts davon. Nächste wäre Ralf Ritter von Arads Bochum. Ja, auch Glückwunsch zum Sieg. Ich wollte auch nach Gerrit Holtmann fragen. Dann stelle ich noch eine dritte Nachfrage. Er hat auch gesagt, dass er sich täglich mehrfach spritzt und nur deshalb überhaupt mitlaufen kann, so ungefähr. Okay. Wissen Sie auch nichts von, oder? Nein, dass er sich täglich spritzt, weiß ich nicht.
Nein, nochmal. Natürlich bin ich im Austausch, also dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Ich bin im intensiven Austausch mit meinem medizinischen Personal, egal ob das der Arzt ist oder ob das die Physiotherapeuten sind. Gerrit Holtmann war spielfit und deshalb hat er gespielt. Und Gerrit Holtmann ist einer von den Spielern, die auch ein paar kleine Bewegchen haben, was normal ist, wenn man intensive Wochen hat. Gerrit hat jetzt auch jedes Spiel gespielt und das ist es. Das ist Fakt. Philipp Rentsch, Ruhr Nachrichten. Scheint auch eine Gerrit Holtmann-Frage gewesen zu sein. Gibt es noch weitere Fragen aus der Runde? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich fürs Interesse, den Gästen aus Berlin eine gute Heimreise. Danke. Und vor allen Dingen viel Erfolg am Donnerstag gegen Braga. Und wir sehen uns hier erst Anfang November wieder oder fast schon Mitte November gegen Mönchengladbach. Schönes Restwochenende. Danke.